Moin, ich sitze gerade bei mir hier auf dem Balkon und versuche gerade eine Tour auf mein Wahoo zu laden, die mir der Fabian gestern geschickt hat. Und zwar haben wir vor, heute mal ein richtig nettes Ding zu machen. Ja, Route ist drauf, sehr schnell geht das. Okay, eigentlich wollten wir heute nach Köln, aber der Fabian hatte eine coole Idee. Und wir haben uns dazu entschlossen, eine Gravel-Tour hier durchs Bergische zu machen. Da habe ich auch richtig Bock drauf, habe ich mehr Bock drauf, als direkt nach Köln zu fahren. Okay, die Tour ist jetzt drauf. Und nee, ich will die noch nicht starten. Nein. Scheiße, jetzt habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. Okay, egal, ich werde sie gleich nochmal neu starten. Jedenfalls, für mich ist das jetzt, meine letzte Tour war Karfreitag gewesen, das ist schon ein bisschen was her. Da war ich mit dem Graveltürken und dem Jens unterwegs. Und seitdem bin ich auch gar nicht mehr aktiv gefahren. Davor eigentlich auch sehr selten aufgrund von Arbeit und privatem Stress, was mich auch alles sehr, sehr getriggert hat, da ich eh schon so scheiße vorbelastet bin. Aber ich denke, das hier ziehe ich jetzt durch. Das wird mir dann auch ganz gut tun. Wir haben es noch recht früh, kurz vor 7. Um 8 Uhr kommt der Jens vorbei und dann fahren wir ein Stück die Trasse hoch Richtung Innenstadt und am Imbiss Winnies Brutzelbude, da treffen wir dann auf den Fabian. Ja, und dann schauen wir weiter. Wenn ihr da Bock drauf habt, bleibt einfach dabei. Jetzt kommt erstmal das Intro. Wir sind jetzt hier an Winnies Brutzelbude. Da geht die Trasse weiter, die werden wir aber nicht weiterfahren. Wir warten jetzt hier auf den Fabian und chillen noch ein bisschen, weil wir so viel Zeit haben. Und da kommt er, der Fabian. Wir sind jetzt hier in Solingen-Unterburg und das ist die Sparkasse.
Da hinten ist irgendwie auch noch eine schöne alte Apotheke, die kriege ich aber jetzt gerade nicht drauf. Und das hier wollte ich euch mal eben zeigen. Das hier ist ein Burger Brezelbäcker. Das mit dem Brezeln ist halt so eine Sache. Ich habe mal irgendwie gelesen, dass hier während der napoleonischen Zeit irgendwie ein französischer Soldat war. Der hat hier in Solingen das Geheimrezept für Brezeln reingebracht. Aber ich glaube, das ist Quatsch. Jedenfalls, so sind die hier dann rumgerannt und haben hier an der Umgebung, an die Bäckereien, anno dazu mal die Brezeln verteilt. Okay, hier sind wir. Da geht's nach Münsten. Aber wir fahren, glaube ich, jetzt diese Richtung da entlang. Ne? Ja. Wahrscheinlich dann Richtung Klärwerk oder sowas, die wir eigentlich auch schon mal gefahren sind. Nur andersrum. Ja, gut. Dann bis später. Just like before. What's this like? Sind wir, wo sind wir hier, Fabian? Am Unterrüder Kotten. Am unten drüben, am unten Rüdener Kotten. Da, und der ist noch im Betrieb hier. Und ganz interessant ist hier der Hochwasserstand vom 14.07.2021, 1,70 Meter. Meter über der Wupper überhaupt. Ja. Also, die Wupper liegt ja hier hinter dem Haus. Richtig, die Wupper liegt hier hinter dem Haus. Das heißt, ab hier muss man noch mal 1,70 Meter dazu zählen. Ist krass, ne? Ist echt hart. Kann man sich so nicht vorstellen. Ist aber so. Aber es ist wieder alles richtig schön hier hergerichtet. Und ich muss auch dabei sagen, das ist bis jetzt eine richtig geile, hammergeile Strecke. Freue ich mich total drüber. Also meine bösen Geister sind gerade nicht anwesend. Also, im Grunde fahren wir hier die ganze Zeit die Wupper entlang. Ich werde euch die Tour, also den Link zu der Tour in die Videobeschreibung packen. Und also das lohnt sich. Wir sind jetzt ungefähr 20, eigentlich nur 20 Kilometer von Remscheid entfernt. Aber es kommt mir vor, als wären wir in einer anderen Welt. Dann ist natürlich auch das Wetter gefühlt seit letztem Jahr, September oder Oktober, hat es ja irgendwie nur geregnet. Jetzt wird es, es ist die letzten Tage ein bisschen besser geworden und heute ist so der absolute Höhepunkt erreicht. Hoffentlich bleibt so. Und jetzt sind wir hier am nächsten Kotten, Schleiferei Wipperkotten.
Das ist auch richtig mega hier. Und hier habt ihr noch mal ganz interessant auch noch mal den Wasserstand von 2021, als hier das Hochwasser war. 2,16 Meter. Und das ist der Knaller hier. Kenne ich gar nicht. Mühlenhof. Gut, Müllerhof zur Motte. Es gehört schon zu Leichlingen hier. Das ist richtig cool, das ist richtig schön. Sieht so ein bisschen aus, als wenn die hier am Renovieren wären oder sowas, ne? Aber das ist ja wirklich mega cool. Also merkt euch, wenn ihr hier seid, schnappt euch diese Tourdaten. Ich bin schon hier jetzt an Grundstücken und so vorbeigekommen, wo ich echt platt bin. Eine mega geile Tour. Wahrscheinlich wird es ein längeres Video. Aber das sind, glaube ich, nur 6 Kilometer sind das schon locker. Ne? Ja, circa. Wir gucken jetzt mal, wie wir zurückfahren, ob wir jetzt wieder eine ähnliche Strecke mit Schotter, Wald und Gravel nehmen oder ob wir eventuell ein Stück über die Trasse zurückfahren und dann eventuell in Wermelskirchen oder so rauskommen. Na? So machen wir das. So machen wir das. Dann können wir in Wermelskirchen beim Cordella noch ein Eis essen. Tja, wenn jetzt der Gravel-Türke dabei wäre. Selber schuld. Kauft euch einen Wut, Thorsten 10. Ja, genau. Okay, dann bis später. Okay, also. In Leichlingen haben wir uns jetzt einen lecker Kaffee getrunken. Und da waren auch zwei Jugendliche. Die haben meine Kamera gesehen und fanden das so toll und haben mich gefragt, ob ich für YouTube Videos drehe. Und das fanden die total geil und wollten unbedingt mit aufs Video. Okay. Ich habe denen gesagt, die können sich das gerne mal angucken, aber es geht eigentlich nur um alte Männer auf Fahrrädern. Mehr nicht. So, in circa 1 Kilometer sind wir in Leverkusen. Und in Leverkusen dann fahren wir wohl mal auf die Trasse drauf. Hoch nach Wermelskirchen. Und von da aus vielleicht noch etwas anders dann, anstatt direkt vom Wermelskirchen über die Trasse nach Remscheid. Da gibt es auch ein paar nette Strecken. Ob wir dann da noch mal ein bisschen Gravel fahren, das werdet ihr in dem Video sehen. Später. I'm on it, get on it, the chips are on fire, you know I need it. Much closer, I'm treading just a little, my step on it, electronic, the chips are on fire, I'm much deeper, a sleeper, I'm waiting for the final trip. Come on it, get on it, I'm carving through a let up, all I need it, life potions, these drugs are just an hour away, come on it, electronic, I pull up. Rusted to the mortars, on fire, Messiah by the animals. Mm-hmm.
fertig. Die sind völlig fertig. Am Boden zerstört. Wir sind in Hilgen. Wir fahren jetzt weiter die Trasse hoch. Und was ich euch einfach nur zeigen wollte, ist hier. Schöner Aufkleber von Schotterbike. Könnt ihr mal auf Instagram drauf gehen. Keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Und ja. Der macht mittwochs immer Ausfahrten, Gravel-Ausfahrten. Der hat einen eigenen WhatsApp-Kanal. Also wenn ihr Instagram habt, sucht ihn, schreibt ihn an. Das ist irgendwie da oben die Ecke Oberhausen. Ich bin leider bisher noch nicht dazu gekommen. Okay. Dann fahren wir jetzt nach Wermelskirchen. Holen wir uns ein Eis, oder? Sollen wir uns ein Eis da holen? Okay, holen wir uns da ein Eis. Und dann war es das auch schon wieder. Dann sag ich mal bis gleich. Ciao. Alles klar. Und da sind wir wieder in Wermelskirchen. Wie immer. Wie immer. Und da ist das Cordella und es hat geschlossen. Da hat der Gravel-Zirkel aber nochmal Glück gehabt, hör mal. Egal, wir halten mal hier an. Gut. Jetzt sind wir hier in Wermelskirchen am Cordella. Der hat zu. Der Fabian hat sich trotzdem da hinten gemütlich gemacht. Schade eigentlich. Jetzt ein Eis wäre nett gewesen. Na gut. Okay. Gut, Tour ist hier vorbei, ne? Wir fahren ja jetzt eh nur noch Trasse zurück, so wie gerade eben auch. Ist schon, haben wir jetzt auch schon zu oft in den Videos mit drin gehabt. Ich werde. Wir biegen in dann kurz vor Lennep ab und fahren dann durch die City. Durch die City nach Hause, ne? Und ja. Aber ein bisschen Hunger habe ich. Deswegen werde ich mir jetzt mal hier so einen Riegel reinpfeifen. Den habe ich bei dem, was war das, Preisausschreiben auf Instagram von den Gravel Bros. Du hast auch schon eine ganz schön rote Birne gekriegt, Jens. Hm. Das kommt vom Alkohol, ja. Und ich kann mal verraten, welche Wodka drin habe. Da habe ich auf jeden Fall so eine Packung Müsli-Riegel gewonnen, Rumpflaume. Und den werde ich mir jetzt reinpfeifen. Rumpflaume. Und wegen der Verkehrskontrolle kann der Führer schon abgeben. Ich muss vom Fahren. Der ist lecker. Der ist tatsächlich lecker und mächtig. Ja. Aber ordentlich. Das hätte ich nicht gedacht. Also, liebe Gravel Bros, danke für diesen tollen Gewinn. Obwohl ich eigentlich als fast Einziger an den Preisausschreiben dran teilgenommen habe. Deswegen hast du gewonnen. Deswegen habe ich gewonnen. Okay, alles klar. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, kennt ihr das Spiel. Lasst gerne ein Like da, vielleicht ein Abo, kommentiert es. Schaut euch gerne die Gravel-Abschnitte, die da drin sind, mehrmals an. Ja. Ciao. My mind's lost in blue.